Darf auch alle Gäste unter uns begrüßen und wir begrüßen auch heute wieder die Gäste, die unsichtbar über die Kamera bei uns sind und so auch am Gottesdienst teilnehmen, in der Verbundenheit, im selben Glauben mit uns. Ich möchte ein paar Dinge abkündigen vor dem Gottesdienst beginnen. Am Sonntag haben wir natürlich wieder ganz gewöhnlich um 9.45 Uhr unseren kirchlichen Unterricht für alle, die können und möchten. Und um 10.45 Uhr den Gottesdienst, den normalen Gottesdienst. Und dann ein paar Dinge schon mal für den Kalender zum Merken, zum Eintragen. Wir haben dieses Jahr wieder eine Kinder- und Jugendfreizeit. Das ist eine Fahrradfreizeit dieses Mal und zwar vom 3. bis zum 7. August. 3. bis 7. August, die Kinderfreizeit. Und die Konferenz der Gemeinde findet dieses Jahr statt vom 17. bis 19. September. Zum Thema der Anfang vom Ende, das Ende vom Anfang, die Endzeit. 17. bis 19. September hier in diesen Räumen. Das sind die zwei wichtigen Termine für diesen Sommer bzw. Herbst. Nochmal die Erinnerung, wer Zeit hat und möchte, da haben wir ja drüber gesprochen, ist herzlich eingeladen, zu uns zum Mittagessen zu kommen heute. Wir werden ein bisschen grillen und einfach miteinander essen. Wer kann, ist herzlich eingeladen. Heute ist Himmelfahrt in Deutschland nach wie vor ein Feiertag, den wir auch nutzen wollen, neben der Geburt Jesu, neben dem Tod Jesu, neben der Auferstehung Jesu und neben Pfingsten gehört die Himmelfahrt zu den Höhepunkten des Heilsgeschehens. Deshalb haben wir auch einen Gottesdienst heute und feiern Gottesdienst als Gemeinde und wollen uns fragen, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet die Himmelfahrt? Möge Gott uns schenken, dass wir auch durch diesen Gottesdienst ein tieferes, neues Verständnis von dieser Heilstatsache bekommen. Wir wollen uns jetzt einige Augenblicke vorbereiten auf diesen Gottesdienst. Wir wollen uns erheben und hören auf den Ruf zur Anbetung für diesen Gottesdienst aus Psalm 68. Da heißt es, ihr Königreiche der Erde, singt Gott, Lob singt dem Herrn, Selah, dem, der einherfährt am Himmel, am uralten Himmel. Siehe, er lässt seine Stimme erschallen, seine gewaltige Stimme. Gebt Gott das Lob. Seine Hoheit waltet über Israel und seine Macht in den Wolken. Furchtgebietend erweist du dich, o Gott, von deinem Heiligtum aus. Der Gott Israels verleiht seinem Volk Macht und Stärke. Gepriesen sei Gott. Amen. Wir wollen den Gottesdienst beginnen und bekennen gemeinsam, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, da waren seine Jünger erstaunt und wir hören in der Apostelgeschichte, wie zwei Engel zu ihnen etwas Erstaunliches sagen, das uns heute auch noch zum Staunen bringen sollte. Sie sagen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Singen zur Ehre Gottes das Gloria Patri. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten. Allmächtiger und ewiger Gott, der du warst vor aller Zeit, der ewig lebt und dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist,
dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt, gegen den alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Du verfährst mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie du willst. Es gibt niemanden, der deine Hand wehren oder zu dir sagen dürfte, was machst du? Du hast die Welt aus dem Nichts hervorgerufen durch dein allmächtiges Wort. Herr des Himmels und der Erde, du wohnst nicht in Tempeln, die von Menschenhänden gemacht sind. Lass dich auch nicht bedienen von unseren Menschenhänden, so als ob du etwas nötig hättest, da du selbst allen Leben und Atem und alles gibst. So loben und preisen wir dich, den heiligen und gerechten Gott. Wir preisen dich, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Anfang und Ende, Alpha und Omega. Preisen dich für die Schöpfung und wir preisen dich für die Erlösung und die noch ausstehende Vollendung. So hilf uns auch an diesem Morgen in unserer Schwachheit, hilf uns, dass wir dich recht anbeten, dass unser Lob dir Ehre bringt, deinen Namen groß macht und erhebt. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, welchen kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen die wunderbare Hymne auf den Himmelskönig Jesus Christus singen, das Lied Lobe den Herrn, den mächtigen König. Das ist die Nummer 20 in unserem Liederbuch, Liederordner. Nummer 20, Lobe den Herrn, den mächtigen König. Und wir singen daraus die Strophen 1, 2 und die letzte Strophe. Nummer 20. Gemeinsam unsere Sünden vor dem heiligen Gott bekennen. Wir tun das mit dem Gebet, was auch im Faltblatt abgedruckt ist. Wir wollen gemeinsam beten und bekennen. Gerechter und gnädiger Herr, du bist heilig, heilig, heilig. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Wir bekennen, dass wir in Sünde geboren wurden und dass wir gesündigt haben in Wort und Tat, in dem, was wir getan haben und in dem, was wir ungetan gelassen haben.
Wir haben dein Gesetz an jedem Punkt gebrochen und sind damit schuldig geworden vor dir allein. Wir haben dich und unseren Nächsten gehasst, anstatt zu lieben. Die Sünde und Versuchung, die wir fliehen sollten, haben wir gesucht und getan. Selbst unsere besten Taten sind wie ein beflecktes Kleid vor dir. Wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, wer kann bestehen? Bei uns gibt es keine Hoffnung. Wir sind alle in die Irre gegangen wie Schafe. Du wärst im Recht, wenn du uns ins Verderben stoßen würdest. Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Der Herr, der starke Gott, ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Und so bitten wir im Namen Jesu, den du um unsere Sünden willen dahingegeben hast, vergib uns unsere Schuld nach deiner Verheißung und reinige uns von all unseren Übertretungen, damit dein Name gepriesen werde von Geschlecht zu Geschlecht, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Kraft meines Amtes spreche ich all denen, die glauben an Jesus Christus, den Auferstandenen und den Aufgefahrenen, die Vergebung aller eurer Sünden zu, mit Worten aus dem 103. Psalm, wo es heißt: So hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen zum Lob und zum Dank dem Herrn singen aus dem Liederbuch, das Gott uns gegeben hat, in der Bibel selbst, aus dem Psalter. Wir singen aus dem grauen Psalter, dem Psalm 105, und zwar die Strophen 2 und 5. Psalm 105, 2 und 5. Willkommen zur Schriftlesung und zur Predigt, und bevor wir auf das Wort Gottes hören, wollen wir uns erheben, wollen miteinander beten. Wir beten. Ewiger Gott, du hast in der vergangenen Zeit vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet,
durch die Propheten. Und du hast in diesen letzten Tagen zu uns gesprochen durch den Sohn, das fleischgewordene Wort. Und wir beten, dass du meinen Mund öffnen mögest, dein Wort in der Klarheit und in der Kraft und der Vollmacht des Heiligen Geistes zu verkündigen. Und wir beten, dass derselbe Geist auch unser aller Herzen öffnen möge. Dass wir bereit sind, dass wir hungrig sind, dein Wort zu hören, dass wir dein Evangelium empfangen, dass wir es glauben, ja, dass du dein Gesetz neu auf unsere Herzen schreiben mögest, wie du es versprochen hast, dass wir danach leben. Dies alles bitten wir, gnädiger Gott, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen aufschlagen miteinander zum Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Epheserbrief Kapitel 1. Wir hören einen Abschnitt in der Predigt aus dem ersten Gebet des Apostels Paulus in diesem Brief. Und ich lese in Kapitel 1 die Verse 15 bis 23. In der Predigt konzentrieren wir uns auf 19 bis 21. Für das Wort Gottes. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Soweit die Lesung, wir nehmen Platz. Heute ist Himmelfahrt und wie schon gesagt, wollen wir den Tag nutzen, uns Gedanken zu machen über die Bedeutung dieses Datums, dieses heilsgeschichtlichen Datums oder Ereignisses, dass Jesus nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung noch nicht am Ende seines Weges war, sondern dass er aufgefahren ist in den Himmel. Was bedeutet das? Was bedeutet das für Jesus Christus? Und was bedeutet das für uns? Und wir finden, wir haben in diesem Text in Epheser 1 gerade eine klare Aussage gehört und gelesen über die Himmelfahrt, nämlich dass Gott seinen Sohn Jesus Christus nicht nur auferweckt hat, was ja schon Wunder genug wäre, dass er ihn aus den Toten auferweckt hat am dritten Tag. Nein, er hat ihn auch, heißt es dort, zu seiner Rechten gesetzt in den himmlischen Regionen. Aber wir finden diese Aussage interessanterweise, spannenderweise nicht mitten in irgendeiner theologischen Abhandlung, sondern wir finden sie mitten in einem Gebet. Was uns übrigens allein schon zeigt, dass Theologie und Gebet kein Widerspruch ist. Im Gegenteil, gutes Gebet ist immer angetrieben und beruht immer auf guter Theologie und gute Theologie führt ins Gebet. Und ich denke, was uns das schon zeigt, dass wir diese Aussage über die Himmelfahrt hier mitten in einem Gebet finden, das sind drei Dinge, die ich voranstellen möchte. Erstens zeigt uns das ganz deutlich, dass es hier um etwas Wesentliches geht. Es geht um etwas Wesentliches, etwas, das nötig ist für unseren Glauben. Paulus betet hier nicht für die Besserung der Erkältung von Tante Erna, was an und für sich natürlich nicht verkehrt, nicht falsch wäre. Nein, er sagt uns hier, was eben ganz besonders wichtig ist für die Gläubigen in Ephesus, für die Gläubigen aller Zeit, für sie zu beten. Welches Anliegen? Nämlich, dass sie erkennen, sagt er, dass wir erkennen,
was die überwältigende Größe der Kraftwirkung Gottes ist, der seinen Sohn auferweckt hat und in den Himmel versetzt hat, aufgenommen hat. Ich denke, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass die Himmelfahrt sicherlich das Stiefkind unter den heilsgeschichtlichen Daten oder Ereignissen ist. Jesu Geburt wird begangen und gefeiert, bedacht, sein Tod, seine Auferstehung. Pfingsten spielt eine große Rolle bei vielen Christen. Und all das hat viel mehr, findet viel mehr Beachtung als die Himmelfahrt. Aber das ist tragisch, wie wir sehen werden, und das ist falsch. Wenn wir die Himmelfahrt nicht glauben, wenn wir sie vielleicht glauben, aber nicht so richtig erkennen, was sie eigentlich bedeutet für Christus und was sie bedeutet für uns heute, dann haben wir am Ende nur einen halben Christus. Dann haben wir am Ende nur ein halbes Evangelium, wenn überhaupt. Die Himmelfahrt ist wesentlich für unseren Glauben und deshalb ist sie ein wesentliches Gebetsanliegen des Apostels Paulus für die Gemeinde, wo er selber sagt, dass er ständig für diese Sache betet. Und das Zweite, das Gebet, zeigt uns hier, dass wir das nicht ein für alle Mal erkennen oder erkannt haben als Christen, was diese Himmelfahrt Jesu für uns bedeutet. Vielleicht in dem Moment könnte man denken, wo wir gläubig geworden sind, haben wir sofort und ein für alle Mal erkannt, was das bedeutet. Jesus Christus ist in den Himmel aufgefahren. Nein, so ist es nicht. Es ist nicht abgehakt für uns, dieses Thema, sondern Paulus betet, dass wir immer mehr, je länger, je mehr erkennen, was das bedeutet für Christus und für uns. Und drittens, dass Paulus hier dafür betet, für ein zunehmendes Verständnis der Himmelfahrt, der Bedeutung der Himmelfahrt, zeigt auch, dass wir selber dafür beten sollen, oder nicht? Dass wir dafür beten sollen, dass wir dieses Verständnis bekommen, immer mehr. Und dass wir füreinander beten sollen in der Gemeinde, dass wir verstehen, was das bedeutet. So viel also zu dem Rahmen, dass wir diese Lehre in einem Gebet finden. Jetzt, wie erklärt oder wie entfaltet der Apostel Paulus für uns hier diese Lehre, diese Bedeutung von der Himmelfahrt? Er tut das in zwei Schritten. Erstens betet er dafür in Vers 19, dass wir erkennen, was die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, an uns Menschen, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und zweitens sagt er, der Apostel Paulus, dass dieselbe Kraft, die hat er auch wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckt hat und in den Himmel versetzt hat. Das sind die zwei Punkte und auch die zwei Punkte dieser Predigt, wobei ich die Reihenfolge umdrehen möchte. Wir wollen zuerst uns anschauen, wie und wo sehen wir die Kraft Gottes in der Himmelfahrt Jesu, damals, vor 2000 Jahren, und dann, wo und wie sehen wir die Kraft Gottes in unserer eigenen Himmelfahrt, in unserem Leben. Also die Kraft Gottes in Christus. Die, sagt Paulus, diese Kraft Gottes hat Gott wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Paulus sagt ganz klar, ganz deutlich hier, wenn ihr Christen erkennen wollt, wer ihr eigentlich seid in Christus, was eure Identität ist, wenn ihr erkennen wollt, was aus euch geworden ist in Christus, wenn ihr wissen wollt, wie ihr heute leben könnt und leben sollt, das christliche Leben leben sollt aus der Kraft des Evangeliums, dann ist eines unerlässlich, nämlich dass wir erkennen, dass die Himmelfahrt die Grundlage von all dem ist, eine wesentliche Grundlage. Es reicht nicht, um mal mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis zu reden, es reicht nicht, dass wir bekennen, Jesus ist gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes und am dritten Tage auferstanden von den Toten. Das reicht nicht. Obwohl ich weiß, dass viele Christen theologisch und praktisch dahinter Schluss machen. Als wäre das alles. Als hätte der Rest des Bekenntnisses keine echte praktische Bedeutung, keine Heilsbedeutung mehr. Als wäre die Himmelfahrt dann nur noch irgendeine Randnotiz, die vielleicht irgendetwas bündelt und zum Abschluss bringt. Ein Nachtrag. Das geht ja noch weiter im Glaubensbekenntnis. Das heißt, er ist aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Und diese Heilstatsache ist genauso notwendig, heilsnotwendig wie der Rest dieser Pfeiler des christlichen Glaubens.
Das ist natürlich nur ein Widerhall, nur eine Reflexion davon in dem Bekenntnis, wie die Bibel selbst spricht von der Himmelfahrt, von ihrer Bedeutung. Im 1. Timotheusbrief zum Beispiel, 1. Timotheus 3, haben wir einen der frühesten Bekenntnistexte der Christenheit. Was haben Christen geglaubt, die ersten Christen? Was haben sie geglaubt und bekannt? 1. Timotheus 3, Vers 16, da heißt es, anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Das ist eine Zusammenfassung des Glaubens, des Evangeliums. Das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, seine Geburt. Er ist gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Die Himmelfahrt ist ein Pfeiler des christlichen Glaubens, des christlichen Glaubensbekenntnisses damals und ist es bis heute. Und sie ist bezeugt natürlich im Neuen Testament als geschichtliches Ereignis, Tatsache. Eine Tatsache, ein Ereignis, das viele Zeugen hatte, lesen wir. Viele haben das miterlebt, viele haben das gesehen. In Lukas 24 finden wir zunächst mal eine Beschreibung der Auferstehung Jesu und der Reaktion seiner Jünger, wie sie verwirrt waren, wie sie nichts anzufangen wussten wirklich mit dieser Tatsache der Auferstehung. Und wir kennen diese Geschichte, wo die zwei Jünger unterwegs sind nach Emmaus und Jesus, der Auferstandene, begegnet ihnen am selben Tag, am Tag der Auferstehung, am Sonntag. Und sie erzählen das den Elfen, den anderen Jüngern und plötzlich kommt Jesus in ihre Mitte, wo sie wieder versammelt sind und Jesus erklärt ihnen, dass der Christus leiden musste. Und dass er am dritten Tag aus den Toten auferstehen musste. Und Jesus kommt, Jesus sendet sie aus. Er sagt, sie sollen warten, bis der Heilige Geist ihnen sie mit Kraft beschenken wird. Und er segnet sie. Und dann lesen wir in Lukas 24, und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Das macht fast den Eindruck, Jesus wäre noch am Sonntag, am Tag der Auferstehung, in den Himmel aufgefahren. Aber das wäre natürlich etwas vorschnell. Da müssen wir diesen Bericht zusammenbringen mit einem anderen Bericht, nämlich in der Apostelgeschichte, von dem wir im Gottesdienst schon gehört haben. Ein Bericht von der tatsächlichen Himmelfahrt, wie sie beschrieben wird, in Apostelgeschichte 1, gleich ganz am Anfang. Damit beginnt dieses Buch. Und da lesen wir den ersten Bericht, das meint das Lukas-Evangelium, habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde. Nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien. 40 Tage. Bis der Himmelfahrt und über das Reich Gottes redete. Und weiter sagt Jesus dort in der Apostelgeschichte zu diesen Jüngern, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Ihr habt ihn gesehen. Wir müssen aber begreifen, ja, dass die Himmelfahrt nicht ein völlig überraschendes, plötzliches Ereignis war, das die Jünger mit angesehen haben und dass die biblischen Berichte überall ganz deutlich machen, dass die Himmelfahrt zum Heilsgeschehen dazugehört. Ganz zentral. Dass die Biografie Jesu nicht komplett gewesen wäre ohne die Himmelfahrt. Dass sein Heilswerk nicht komplett wäre ohne die Himmelfahrt. Ich denke, so darf es uns nicht überraschen, wenn die Himmelfahrt als Ereignis dann auch schon im Alten Testament angekündigt wird. Da finden wir zuerst, man könnte man viele Stellen herausgreifen, aber da finden wir vielleicht als erstes und vielleicht wichtigstes
eine sehr, sehr spannende und vielleicht auch etwas rätselhafte Geschichte, nämlich bei Daniel, im Buch Daniel, die eine Vision Daniels in Daniel 7, in einer Vision oder wie es in unserer Bibelübersetzung heißt, in einem Nachtgesicht, in einer Traumerscheinung, sieht Daniel das Ende der Geschichte, das Ende der Heilsgeschichte vor sich ausgebreitet. Er weiß, er versteht den Konflikt, den kosmischen Konflikt, wie die Herrschaft des Menschen über der Erde, die Gott ihm anvertraut hat am Anfang im Garten Eden, wie das verloren gegangen ist durch die Sünde, wie das Böse, wie die Sünde, die Rebellion hineingekommen ist. Aber Gott schenkt Daniel in dieser Vision einen grandiosen Blick, einen Panoramablick auf das Ende. Wie wird Gott all das wiederherstellen, was verloren gegangen ist, was kaputt gegangen ist durch die Sünde? Seine ursprüngliche Schöpfung, wie wird er das wiederherstellen? Wie wird Gott seine Ziele vollenden? Wie wird Gott sein Reich vollenden? Und da lesen wir, wie Daniel schreibt: Ich sah in der Nacht Gesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird niemals zugrunde gehen. Das heißt ganz deutlich, es wird einer kommen, sagt Daniel, ein Menschensohn von den Menschen genommen, und dem wird, wenn es soweit wird, dem wird die Herrschaft zurückgegeben werden. Eine ewige Herrschaft. Und zwar wann? Wenn er im Himmel ankommt. Wenn im Neuen Testament immer wieder davon die Rede ist, wir alle kennen diese Aussagen, dass Jesus Christus aufgefahren ist zur Rechten des Vaters, dass er sitzt zur Rechten des Vaters, dann ist das immer ein Rückgriff auf das, was wir hier bei Daniel hören. In der sogenannten Pfingstpredigt des Apostels Petrus, in Apostelgeschichte 2, predigt interessanterweise, wenn man sich es genauer mal anschaut, Petrus nicht in erster Linie vom Heiligen Geist. Das ist nicht das Hauptthema, sondern eigentlich die Himmelfahrt. Die Himmelfahrt Jesu, der, wie Petrus dort sagt, in Apostelgeschichte 2,33, der zur Rechten Gottes erhöht worden ist, wie es Daniel sagt. Und Petrus beruft sich dann neben Daniel 7 auch auf Psalm 110, einen ganz wichtigen Psalm, einen sogenannten Königspsalm, wo es heißt: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Petrus sieht das, diesen Psalmvers, Psalm 110, erfüllt. Wann? In der Himmelfahrt, wo Christus sich zur Rechten des Vaters setzt und alles zum Schemel seiner Füße wird. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, zur Rechten des Vaters, da hat er nichts weniger getan, als seinen eigenen göttlichen Thron zu besteigen. Das ist die Himmelfahrt. Das ist die Thronbesteigung Jesu. Das ist dann auch wiederum der Hintergrund zu Philipper 2, diesen wunderbaren Hymnus, dieses Loblied auf Christus, das wir kennen, auf den Christus, der zuerst erniedrigt worden ist, damit er dann auch erhöht werden konnte. Philipper 2, Vers 9. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Durch die Himmelfahrt ist er als der sichtbare Herr eingesetzt worden. Und all das deckt sich dann auch wieder mit einer zweiten Ankündigung der Himmelfahrt im Alten Testament, nämlich im Psalm 68. Dieser Psalm, den wir auch immer wieder singen, den wir auch zum Abschluss des Gottesdienstes singen werden, dieser Psalm 68 beginnt ja so: Gott wird sich erheben. Seine Feinde werden sich zerstreuen und die ihn hassen, werden vor ihm fliehen. Das ist ein Psalm über Gott, der vielleicht eine Weile sich scheinbar zur Ruhe gesetzt hat, der vor den Augen der Welt seine Kraft und seine Macht nicht hat spielen lassen. Aber dann,
wird er sich erheben, sagt der Psalmist. Er wird sich erheben. Er wird sich aufrichten in voller Statur und Größe und Macht. Er wird sich aufschwingen zu seinem Berg. Er wird auf seinen Berg ziehen, heißt es in diesem Psalm. Und aufmerksame Bibelleser wissen, der Berg Gottes ist letztlich nichts anderes als ein Symbol für den Himmel selbst, für den neuen Himmel und die neue Erde, wo die Erlösung kommt. Psalm 68, Vers 19, du bist zur Höhe emporgestiegen, lobt der Psalmist Gott. Und du hast Gefangene weggeführt. Du hast Gaben empfangen unter den Menschen, auch den Widerspenstigen, damit Gott, der Herr, eine Wohnung habe. Das heißt, das Heil kommt dann, wenn Gott, wenn Gottes Auserwählter zur Höhe steigen wird. Dann wird er Gefangene wegführen, dann wird er den Menschen Gaben geben, die Gabe der Erlösung geben. Die Himmelfahrt wird den endgültigen Sieg und die endgültige Erlösung bringen. Ist das zu weit hergeholt, wenn ich diesen Psalm 68 anführe, ist das zu weit hergeholt für unsere Ohren heute, dass wir sagen, da wird schon die Himmelfahrt angekündigt? Ich glaube nicht. Wir sind immerhin im Epheserbrief und da brauchen wir nur mal gerade drei Kapitelchen weiter zu blättern. In Kapitel 4 kommentiert der Apostel Paulus selbst die Himmelfahrt. Er spricht von Jesus, Kapitel 4, Vers 8 und sagt über ihn, darum heißt es auch, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Paulus selbst sieht in Psalm 68 in diesem Zitat einen Beweis, eine Ankündigung der Himmelfahrt Jesu Christi. Wir können noch viele andere Ankündigungen nennen aus dem Alten Testament. Wir kennen alle diese berühmte, wichtige Passage aus Jesaja 53, die so deutlich, so ausdrücklich die Erniedrigung Jesu ausmalt, bis ins Kleinste, die Erniedrigung. Aber diese Erniedrigung Jesaja 53 ist eingebettet in das, was wir direkt davor lesen, am Ende von Kapitel 52 in Jesaja, wo es heißt, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben sein, er wird erhöht werden, er wird sehr erhaben sein. Gleich wie sich jetzt viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso, heißt es weiter, wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen. Könige werden vor ihm den Mund schließen, denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Und all das, wann? Wenn er erhöht wird zur Rechten Gottes. So wie es notwendig für unser Heil war, dass der Messias erniedrigt worden ist, in Staub und Asche, erniedrigt worden ist in das Leid hinein, in den Tod am Kreuz hinein, ist es auch notwendig für unser Heil, dass er wieder erhöht wird oder wurde. Mit den Wolken des Himmels, dass er bis zu dem Hochbetagten, Gott selber, gelangt ist, wo ihm Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen wird, das er bis heute hat. Eine ewige Herrschaft, wie wir gehört haben, die nicht vergeht. Ein Königtum, das niemals zugrunde gehen wird. Dass er über alle Maßen erhöht wird, dass ihm ein Name gegeben ist, der über aller Namen ist. Meine Lieben, so sollen wir verstehen, was Paulus hier betet. Dass wir die unbeschreibliche Kraft Gottes erkennen in Jesus Christus, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Ich denke, wir müssen sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir müssen erkennen, auch wenn die Erniedrigung Jesu, dass er die himmlische Herrlichkeit verlassen hat, die er schon immer hatte, dass er ein Mensch wurde, ein Menschensohn, ein Knecht, ein Diener der Menschen, dass er bespuckt worden ist, dass er bespottet worden ist, verspottet worden ist, misshandelt, dass er ungerecht verurteilt worden ist, dass er hinabgestiegen ist, wie es heißt, auch im Bekenntnis, hinabgestiegen in das Reich des Todes, in seinen Höllenqualen, die er erlitten hat, an seinem Leib und an seiner Seele. Auch wenn diese Erniedrigung für uns schon fast unfassbar ist und unbegreiflich ist, die biblischen Aussagen über die Himmelfahrt lassen nur einen Schluss zu. Seine Erhöhung durch die Auferstehung und durch die Himmelfahrt ist noch unfassbar größer als seine Erniedrigung.
Die Erhöhung Christi übersteigt bei weitem seine Erniedrigung. Sie ist die Einsetzung des Himmelskönigs in Macht und in Herrlichkeit, wie wir sie uns nicht vorstellen können. Mit wahrhaftig kosmischen Konsequenzen. Konsequenzen für die ganze Schöpfung. So groß ist diese überwältigende Größe seiner Kraftwirkung. Und erst wenn wir das erkannt haben, erst wenn wir darüber anfangen zu staunen, können wir auch erkennen, wie groß die Kraft Gottes ist, die an uns am Werk ist. Und das ist mein zweiter Punkt, die Kraft Gottes in uns. Was sagt Paulus hier über uns? Zunächst zieht er einen Vergleich. Er sagt zu den Christen damals und zu uns heute, glaubt ihr, dass Gott viel Kraft gebraucht hat, dass er seine Macht demonstriert hat, auf vielleicht bisher unbekannte Weise demonstriert hat, darin, dass er Jesus Christus als allerersten aus den Toten auferweckt hat und dass er ihn eingesetzt hat im Himmel auf seinen Thron? Glaubt ihr das? Seht ihr das? Wenn ihr das seht, dann erkennt, dass es ganz genau dieselbe Kraft Gottes war, die euch zum Glauben gebracht hat. Das ist der Vergleich, den Paulus hier gebraucht. Das hat erstmal negative Konsequenzen, sagt etwas Negatives aus über uns oder nicht, wenn es anscheinend so schwer ist, so viel Kraftaufwand braucht, dass auch nur einer von uns zu diesem Glauben findet. Es ist nicht leicht, sagt Paulus hier indirekt. Es ist sogar völlig unmöglich für einen Menschen, dass er so zu diesem Glauben findet. Paulus sagt über uns ein paar Verse später, dass wir tot waren in unseren Sünden und Übertretungen. Das ist der Zustand des Sünders, aller Menschen von Natur aus. Tot in Sünde und Übertretung. Und wir wissen alle, Tote haben keine Kraft mehr. Tote können nichts mehr tun für ihre Errettung oder für irgendetwas anderes. Für Tote gibt es nur eine Hoffnung. Nicht, dass sie ein bisschen an sich arbeiten, nicht, dass sie ein paar Sünden mehr loswerden, sich selber ein bisschen heiligen, vielleicht ein paar mehr gute Werke tun. Für Tote gibt es nur die Hoffnung der Auferstehung. Was bedeutet das negativ, was Paulus hier sagt? Aber auch positiv bedeutet das, dass wir glauben, dass irgendeiner von uns heute glaubt an diesem Tag. Ist allein das Resultat der überwältigenden Größe seiner Kraftwirkung an uns, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Immer wieder beschreibt die Bibel die Wiedergeburt als eine Auferstehung aus den Toten, oder nicht? Wir sind mit Christus gestorben und jetzt leben wir mit ihm, so wie er auferweckt worden ist durch die Kraft Gottes, so auch wir im Glauben. Und so wie er selber die Himmel durchschritten hat, so auch wir im Glauben. Paulus selbst zieht diesen Vergleich dann konsequent durch in Kapitel 2, Vers 4 im Epheserbrief, wo er sagt, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Das ist unsere Himmelfahrt. Wir sind mit versetzt in die himmlischen Regionen. Meine Lieben, das heißt, in dem Maße, wie wir die Himmelfahrt Christi kleinreden oder ihre Bedeutung nicht erkennen, machen wir unsere eigene Himmelfahrt klein. Wenn wir aber begreifen, dass die Himmelfahrt Jesus sein eigener, endgültiger Sieg war über die Welt, über den Teufel, über die Sünde, seine endgültige Rechtfertigung vor Gott, sein Überwinden, sein endgültiger Eingang in die Herrlichkeit, dann dürfen wir begreifen, dass sie das auch für uns ist. Dass Jesus seit Himmelfahrt zur Rechten des Vaters sitzt, dass er uns vertritt, als unser Stellvertreter, als unser Anwalt, als unser hoher Priester,
Das ist die Garantie dafür, dass uns das Heil erhalten bleibt, jeden Tag unseres Lebens, bis zum jüngsten Tag. In der Thronbesteigung Christi als Herr der Herren, als König der Könige über die ganze Welt, die Christus schon angetreten hat, sehen wir auch unser Ziel, unsere Hoffnung. Wir werden eines Tages sein, wo er ist. Wir werden eines Tages sein, wie er ist. Und mit ihm zusammen werden wir regieren, sagt die Bibel, auf Thronen über die ganze Welt. Noch seufzt und ächzt die ganze Schöpfung und wir mit der ganzen gefallenen Schöpfung. Alles wartet gespannt, sagt der Apostel Paulus in Römer 8. Alles wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung. Wir erwarten die Erlösung unseres Leibes. Auf all das warten wir noch. Aber das ist die Hoffnung, die aussteht, die wir hier sehen. Das ist der kosmische Plan, Schlachtplan Gottes, an dem wir teilhaben durch den Glauben. Durch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung. Die Himmelfahrt war der Ausgang, der Austritt Jesu sozusagen aus der alten Schöpfung und der Eingang in die neue Schöpfung hinein, in den neuen Himmel, die neue Erde. Aber nicht nur das. Die Bibel ist klar und deutlich, dass Jesus den Weg dahin nicht nur für sich selbst gebahnt hat, sondern auch für uns, für all die, die mit ihm gehen, im Glauben. Jesus hat in seiner Himmelfahrt die alte, gefallene Schöpfung verbunden mit der neuen Schöpfung. Oder genauer, er hat sie ersetzt, er hat sie erneuert. Er hat dafür gesorgt, dass die neue Schöpfung schon jetzt angebrochen ist, mitten in dieser Zeit, in der wir leben. Ich denke, wir können sogar sagen, die Himmelfahrt war eine Art liturgischer Akt des Hohen Priesters. Beschreibt es doch die Bibel oder nicht? Indem der hohe Priester Jesus Christus nicht mehr eingegangen ist in ein irdisches Heiligtum, sondern in das wahre Heiligtum des Himmels selbst. Der Hebräerbrief sagt, dass er die Himmel durchschritten hat in der Himmelfahrt. Das heißt aber nichts weniger, als dass er uns den Himmel eröffnet hat. Aber wenn das so ist, dass die Kraft Gottes in Christus, die ihn auferweckt hat, die ihn in den Himmel versetzt hat, auch die Kraft ist, die uns mit auferweckt und mitversetzt hat. Was bedeutet das dann für unser Leben im Hier und Heute? Was bedeutet das für die Zwischenzeit, in der wir jetzt leben, zwischen unserer Bekehrung sozusagen und der Herrlichkeit, die auf uns wartet, der Vollkommenheit? Was bedeutet das? Ist es vielleicht nur eine Jenseitsvertröstung? Später irgendwann in der Herrlichkeit wird alles gut, wird alles besser, aber ohne jede praktische Konsequenz für unser Leben im Hier und Heute, und das wäre traurig. Deshalb mein letzter Punkt, was bedeutet die Kraft Gottes, von der Paulus spricht für uns, für unser Leben im Hier und Heute? Ich denke schon allein in der Form, in der Paulus hier von dieser Kraft Gottes spricht, das haben wir uns angeschaut, im Gebet, die Tatsache, dass Paulus dafür betet, dass wir diese Kraft mehr und mehr erkennen. Dass wir erkennen, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, uns den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen unseres Verständnisses, damit wir wissen, je länger, je mehr wissen, was die Hoffnung unserer Berufung ist und was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben. All das zeigt doch schon mindestens eines sehr deutlich. Paulus erwartet, dass diese Erkenntnis unser Leben mehr und mehr prägt, unser Leben mehr und mehr verändert. Es geht nicht um eine theoretische Erkenntnis hier, es geht nicht um ein Abnicken von irgendwelchen theologischen Aussagen, ein Zustimmen zu einer theoretischen Wahrheit, es geht auch nicht um eine ganz, ganz ferne Hoffnung. Es geht um eine Erkenntnis, die Bedeutung hat für jeden Tag unseres Lebens, für jede Herausforderung unseres christlichen Lebens. Eine Erkenntnis, die alles in ein anderes Licht taucht. Wir wissen alle, im zweiten Teil des Epheserbriefes kommt Paulus zu jeder Menge Aufforderungen, Imperative, was wir tun sollen, was wir lassen sollen. Wir sollen einander annehmen in Demut, in Sanftheit. Wir sollen einander in Liebe ertragen.
die Einheit der Gemeinde bewahren durch das Band des Friedens. Und warum sollen wir all das tun? Was er dort sagt im zweiten Teil. Weil wir der Berufung würdig wandeln sollen, zu der wir berufen worden sind, sagt Paulus in Kapitel 4, Vers 1. Weil wir uns bewusst sind, wozu wir berufen sind. Weil wir uns bewusst sind der überwältigenden Größe seiner Kraftwirkung an uns. Und nicht nur an uns individuell, sondern an uns als Christen in der Gemeinde. Das ist ja spannend. Die Gemeinde ist ja jetzt, sagt Paulus, die Gemeinde ist jetzt in der Abwesenheit Christi, weil er in den Himmel aufgefahren ist. Die Gemeinde ist der Leib Christi, sein Leib, wo Christus anwesend ist in seiner Fülle. Das heißt, wenn wir erkennen, dass wir im Glauben schon jetzt mit Christus versetzt sind in die himmlischen Regionen, dass wir unsere Himmelfahrt mit ihm zusammen schon erlebt haben im Prinzip, dann macht uns das zu solchen Menschen, die sich radikal der Gemeinde hingeben, dem Leib Christi hingeben und verpflichten, weil sie wissen, hier ist der erhöhte Christus gegenwärtig, mitten in der Gemeinde. Die Gemeinde ist eine Kolonie des Himmels auf der Erde, in dieser Zwischenzeit. Kein biblisches Buch spricht so viel von der Himmelfahrt, vom Verherrlichten, vom aufgefahrenen Christus wie der Hebräerbrief. Und auch da wird es ganz praktisch für uns, was das bedeutet, diese Himmelfahrt. Hebräer 12, da werden wir aufgefordert, hinzuschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, wie es heißt, um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones gesetzt hat. Und wenn wir das glauben, wenn wir das erkennen, wozu führt das? Hebräer 12, so oder deshalb, lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, weil das so ist. Es gibt keinen Zweifel, denke ich, dass das intensive Nachdenken über die Tatsache der Himmelfahrt, über den Sieg Jesu, der damit verbunden ist, über die Welt, über die Sünde, über den Teufel, dass das auch uns Mut gibt im Kampf gegen die Sünde, jeden Tag neu. Mut und Motivation, weil wir wissen, der Kampf, den wir noch zu kämpfen haben, das ist kein ungewisser Kampf. Der Kampf, den wir zu kämpfen haben, ist nicht unsicher, er ist nicht 50-50, sondern es ist ein Kampf, den unser General Christus schon gewonnen hat. Und ganz ähnlich praktisch wird Paulus im Kolosserbrief, auch da verbindet er die Himmelfahrt Jesu ganz eindeutig und direkt, ohne Umschweife, mit unserem praktischen christlichen Leben. Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Seit der Himmelfahrt. Auch hier führt uns diese Hoffnung, diese wunderbare Realität, wenn wir sie erkannt haben und glauben, führt uns direkt hinein in den Kampf gegen die Sünde. Auch dieser Kampf ist ganz praktisch, ganz konkret. Paulus sagt, Kolosser 3, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Legt ab Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Ich denke, es kann keine größere Motivation geben für einen Kampf, für jeden Kampf, besonders auch für den Kampf der Heiligung, den wir zu leben haben, als dass der Sieg im Prinzip schon in Christus schon errungen ist. Und wir nur noch mitkämpfen mit ihm, auf der Seite der Sieger mitkämpfen. Und wir wissen das schon, dass wir auf der Seite der Sieger mitkämpfen, bis wir selber endgültig den Sieg einfahren.
Kommen wir zum Schluss. Der bekannte Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt, Christi Himmelfahrt ist der Feiertag, der die Gnade all der anderen Feiertage zusammen bekräftigt und ohne den der Nutzen all der anderen verloren gegangen wäre. Ich denke, das ist eine gute Zusammenfassung. Genau so ist es. In Himmelfahrt kommen all die anderen Heilsereignisse zusammen und zu ihrer Vollendung. Die Himmelfahrt bekräftigt, dass der sich erniedrigt hat in den Tod, der auferstanden ist, dass der in Wahrheit der König ist, der Sohn Gottes, Jesus Christus, der in der Tat alles neu gemacht hat, das Werk der Erlösung zur Vollendung gebracht hat. Und so fasst es auch wieder einmal unser Katechismus, der Heidelberger Katechismus, wunderbar für uns zusammen. Diese Lehre, wenn er uns fragt, in Frage 49, was nützt uns die Himmelfahrt Christi? Was bringt es uns eigentlich? Die Antwort unseres Katechismus, erstens, er ist im Himmel vor dem Angesicht seines Vaters unser Fürsprecher. Zweitens, wir haben durch unseren Bruder Jesus Christus im Himmel die Gewissheit, dass er als das Haupt uns, seine Glieder, auch zu sich nehmen wird, wenn es soweit ist. Und drittens, er, sitzend zur Rechten Gottes, sendet seinen Geist zu uns, der uns die Kraft gibt, zu suchen, was droben ist und nicht das, was auf Erden ist. Soweit unser Katechismus. Und mögen wir selber immer wieder aufs Neue dieses Gebet des Apostels Paulus beten für uns selbst, weil wir erkennen, wie wichtig es ist, wie wichtig diese Erkenntnis ist, die Bedeutung der Himmelfahrt für Christus und für uns. Und dass wir es auch immer wieder neu füreinander beten in der Gemeinde, dass wir beten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, uns den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen unseres Verständnisses, damit wir erkennen, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Amen. Lasst uns miteinander beten. Ja, Herr, so ist es auch unser Gebet, dass wir das in der Tat erkennen mögen. Wir danken dir für die große und reiche Hoffnung, die uns aus der Himmelfahrt, aus dieser Thronbesteigung Jesu entgegenströmt. Ja, Herr, hier sehen wir, dass du wahrhaft ein Gott bist, der seinen Ratschluss zum Ziel bringt, für uns und für die ganze Schöpfung. Und Herr, so hilf uns auch aufs Neue, immer wieder neu auf Jesus Christus zu schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat, sodass wir dann auch suchen, was droben ist, dass wir in diesem Leben voller Mut, voller Kraft, voller Zuversicht gegen die Sünde kämpfen, bis wir eines Tages überwinden und ankommen in der himmlischen Herrlichkeit, die uns unser Herr Jesus Christus vorangegangen ist in seiner Himmelfahrt. Das bitten wir in seinem Namen. Amen. Es gibt leider im christlichen Liedgut, auch in der Vergangenheit, nur wenige Himmelfahrtslieder. Das ist vielleicht eine Reflexion von der Tatsache, dass die Himmelfahrt an für sich schon ein Stiefkind ist, wie ich es gesagt habe. Aber eines dieser wenigen wollen wir miteinander singen, als Antwort auf die Predigt, das Lied »Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du gen Himmel gefahren bist«. Es ist abgedruckt im Faltblatt hinten drin. Wir singen die vier angegebenen Strophen und wir wollen uns dazu erheben.
Stelle gemeinsam unseren Glauben bekennen, mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis, in dem wir ja auch unseren Glauben, unsere Hoffnung und die Bedeutung der Himmelfahrt miteinander bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz. Wir wollen noch einmal miteinander beten und Fürbitte tun für die Anliegen, die uns der Herr selbst aufgetragen hat. Wir beten. Barmherziger Gott, der du uns in Jesus Christus, in deinem Sohn, die Sünden vergibst und uns ewiges Leben geschenkt und gewährt hast, der du deinen Sohn gesandt hast, nicht nur damit er sich erniedrigt hat um unsere Sünden willen, sondern dann auch, damit du selbst ihn erhöhst, über alle Mächtigen, zu deiner Rechten, von wo aus er unser Heil bewirkt und bewahrt. Herr, erhalte uns, erhalte unseren Kindern die Predigt des Evangeliums, die wir so dringend nötig haben, jeden Tag neu. Dass dein Heiliger Geist dadurch den Glauben in uns erwecke und in uns stärke. Hilf uns, die sichtbaren Zeichen und Siegel des Evangeliums, die Taufe und das Abendmahl zu bewahren und zu schätzen als deine Zusagen, als deine Verheißungen an uns. Mach uns im Leben wie im Sterben des einzigen Trostes gewiss, den wir haben, dass wir nicht uns selbst gehören, sondern Jesus Christus. Wir bitten dich, wie du es uns aufgetragen hast, für alle, die Macht haben und die Völker regieren, auch unser Volk, unser Land, gib ihnen Weisheit, gib ihnen Redlichkeit, Gerechtigkeit, mit dem Geist der Lüge, des Hasses und der Rache gewährt wird und dass wir in Frieden leben können, uns versammeln können als deine Gemeinde. Herr, sammle du und schütze und erhalte deine Kirche bei uns und überall auf der ganzen Welt in der Einigkeit des wahren Glaubens. Segne die Dienste deiner Kirche, die Lehre, die Dienste der Liebe, der Diakonie und der Leitung. Mache auch immer wieder neue Menschen bereit zur Mitarbeit in deiner Ernte und segne alle, die in der Gemeinde tätig sind. Wir bitten dich, vollende dein Reich in Herrlichkeit, wo wir dich, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist loben und anbeten werden, zusammen mit allen Heiligen, in alle Ewigkeit. Wir bitten gemeinsam mit den Worten, die du uns beigebracht hast, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen an dieser Stelle die Kollekte einsammeln. Wir wollen schon miteinander aufschlagen zum Schlussgesang zu Psalm 68 aus dem Psalter, ein Psalm, der mehrfach angeklungen ist als ein Himmelfahrtspsalm. Wir singen aus diesem Psalm den Vers 9, wo ausdrücklich die Rede ist vom Auffahren Gottes. Wir wollen uns erheben zum Schlussgesang und singen Psalm 68, Vers 9.
Gemeinde empfangt nun den Segen Gottes. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Wir antworten alle mit Amen.